Helmut Brandstätter von der NEOS ist jetzt der nächste Redner zum Außen- und Europapolitischen Bericht 2021. Für die Unterstützung, die er immer hat, wenn wir diese Reisen in die Ukraine machen. Und ich weiß, dass es pro Freundschaftsgruppe nur einmal ist, pro Periode. Wir waren schon zweimal und nach der Rückkehr habe ich kurz Bericht erstattet, gesagt, aber bitte, wir müssen nächstes Jahr schon wieder fahren. Und er hat zugestimmt, darf ich das so sagen? Danke, Herr Präsident. Wie ich ja überhaupt dafür bin, dass wir hier mehr Gemeinsamkeit zeigen, Konsens, Außenpolitik, habe mich schon bei den hervorragenden Diplomatinnen und Diplomaten bedankt. Aber ich muss da ein bisschen jetzt eine andere Stimmung auch noch hereinbringen. Und das hat etwas damit zu tun, die Art und Weise, wie man unsere Freundinnen und Freunde in Rumänien vor den Kopf gestoßen hat, Herr Bundesminister, das war nicht in Ordnung. Und ich glaube ja, dass Sie derselben Meinung sind. Wie das gelaufen ist, das war nicht in Ordnung. Es war schlecht für Österreich, es war schlecht für die österreichische Wirtschaft, es war schlecht auch für die Kooperation innerhalb der EU mit Rumänien. Und möchte mich an dieser Stelle beim Präsident Ioannis bedanken. Das ist ein wirklicher Staatsmann. Also nach der Art und Weise, wie die Rumänen behandelt wurden, stellt er sich hin und sagt, er wird jetzt ganz sicher für Ruhe in seinem Land sorgen. Er wird nicht den Unternehmen sagen, sie sollen ihr Geld von den österreichischen Banken abziehen. Ganz im Gegenteil, er verhält sich wie ein richtiger Europäer. Er kann ein Vorbild sein. Und an dieser Stelle ist ja vorgestern die Bundesministerin Edt-Stadler gestanden. Und ich habe mitgeschrieben, sie hat gesagt, wir sind auf einem konstruktiven Weg mit den beiden Ländern. Und was wir so hören, es wird ja ohnehin im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres dann zu einer Einigung auch mit Rumänien kommen. Und dann wissen wir genau, ich habe mir sie angeschaut, am 31. Oktober gab es im Standard eine Umfrage über die niederösterreichische Landtagswahl. Was hat denn das mit Außenpolitik zu tun? Ah ja, die 38% waren es. Und das ist wirklich peinlich, dass man nur, weil in Niederösterreich die ÖVP bei 38% liegt, einen Partner in der Europäischen Union so behandelt. Das ist nicht in Ordnung. Bitte, Herr Bundesminister, sagen Sie das auch innerhalb der Bundesregierung. Dankeschön. Und warum sage ich das hier? Weil es gibt einen neuen Beitrittskandidaten Kosovo, Bosnien. Kosovo hat einen Antrag gestellt und es wird ein Stück Visafreiheit geben. Und ich glaube, dass wir gerade diesen neuen Partnerinnen und Partnern doch sagen sollen, wie man innerhalb der EU arbeitet und eben nicht auf diese Art und Weise. Das klingt ja alles ein bisschen nach Vucic und dass der Europa eher zerstören will als mit aufbauen. Das haben wir ja auch miterlebt. Und noch etwas, weil hier schon Orban gelobt wurde. Auch dieses Modell wollen wir nicht. Was Orban macht, ist Zerstören der Gesellschaft, Zerstören der Medienfreiheit, Zerstören des Zusammenhalts in Europa, gerade das Gegenteil einer liberalen Demokratie. Und das ist ja die wesentliche Herausforderung. Und da habe ich Ihnen ein Buch mitgebracht von Herfried Münkler, ein hervorragender Historiker, Die Zukunft der Demokratie. Und er beschreibt natürlich Szenarien, die gar nicht gut sind, weil wir in mehreren Ländern, auch in demokratischen Ländern, ja eher den Abbau der Demokratie erleben. Und er schreibt einen wichtigen Satz, hier, den lese ich Ihnen vor. Indem man das russische und das westliche Vorgehen gleichsetzte, entledigte man sich der Herausforderung für die Verteidigung der Menschenrechte und der Demokratie Partei ergreifen zu müssen. Das müssen wir aber. Für die Verteidigung der Menschenrechte und Demokratie müssen wir uns einsetzen. Und der Kollege Lopatka, der glaube ich nicht da ist im Moment, hat gesagt, seit dem 24. Februar gäbe es dunkle Schatten über Russland. Nein, die gibt es seit dem Jahr 2014. Es ist ein wesentliches Versäumnis auch der Politik in Österreich gewesen, nicht aufmerksam zuzusehen, was Putin 2014 gemacht hat. Da haben wir uns nachher noch, nicht wir, die Frau Kneißl war das, glaube ich nicht, hat sich noch verneigt vom Herrn Putin. Und der Herr Wolf, der glaube ich eher im ÖVP-Bereich angesiedelt ist, Siege Wolf, ja, guter Vertrauter der ÖVP, hat gesagt, der Putin ist ein korrekter Mann, wir bräuchten auch mehr Demokratur, so wie in Russland, nach dem Überfall auf die Krim und nach dem Überfall auf die Ukraine. Und all das müssen wir, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das müssen wir aufarbeiten, damit das nicht mehr passiert. Und das Nächste ist, ich glaube auch, Herr Bundesminister, dass wir, was Außenpolitik betrifft, auch diese Strategie, etwa was China gegenüber betrifft, klarer werden müssen. Wo sind Sie Partner? Und in der EU findet das ja statt. Wo sind Sie Partner? Wo sind Sie Konkurrenten? Wo sind Sie aber Systemgegner? Und wir dürfen uns ganz sicher eben nicht mehr erpressbar machen, so wie das bei Russland der Fall war.
Und ein Satz noch zum Iran. Sie haben es gesagt, Herr Bundesminister, Sie haben den Botschafter einbestellt. Ich hätte es gern lauter gehört. Wir haben ja heute mit der iranischen Community gesprochen, die hätten es auch gern lauter gehört. Und ich glaube, wir müssen uns sehr genau auch ansehen, diese Terrororganisation der Revolutionsgarden haben die Vermögen in Österreich, haben die Besitz. Können wir, und da ersuche ich Sie dringend, mit dem Finanzministerium zu sprechen, gibt es Bereiche, auf die wir zugreifen können? Weil ich glaube, es ist ganz klar, dass das Organisationen sind, die in unserem Land nichts verloren haben. Ganz im Gegenteil, wir müssen den Menschen im Iran helfen, dieses schreckliche Mullah-Regime loszuwerden. Und da möchte ich zum Schluss noch einmal meinen Dank aussprechen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außenministeriums. Ich weiß, das ist für die Familien nicht immer einfach, weit weg von der Heimat und umziehen etc. Das, was die Kolleginnen und Kollegen in Kiew leisten, ist unglaublich. Gilt übrigens auch für die Wirtschaftskammer-Angehörige, die durch die Welt reisen und für Österreich einen tollen Job machen. Ich möchte mich bei denen bedanken. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass sie das auch im nächsten Jahr machen und dass wir da wieder Übereinstimmung finden. Und vielleicht wirklich, ich sage mal, rationaler vorgehen und innenpolitisches Klein-Klein aus der Außenpolitik fernhalten. Dankeschön. Helmut Brandstätter von den NEOS kritisiert Österreichs Veto beim Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien und er übt Kritik daran, dass man Russland im Jahr 2014 nach der Annexion der Krim nicht schon stärker entgegengetreten sei.